herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Speedbuild. In der letzten Folge hat sich alles darum gedreht, wie wir diesen Spawnpunkt hier errichtet haben, mit schon den Anfängen des Waldes. Das ist natürlich alles noch nicht fertig, kommen dann auch noch Berge ran und alles. Das wird eine richtige Hügellandschaft hier alles noch. Und in der heutigen Folge soll es sich allerdings erstmal darum drehen, oder in den nächsten Folgen, muss ich eher sagen, denn es wird nicht nur eine Folge werden, sondern mehrere. Und zwar werden wir jetzt anfangen, das Atomkraftwerk nachzubauen. Wir fangen mit den Kühltürmen an und werden dann uns immer mehr reinbauen. Ich würde sagen, 2 Kühltürme werden ausreichen. Ich gucke schon mal so nach dem Gebiet. Ich würde sagen, wir gehen noch ein bisschen weiter raus. So hier ungefähr. Hier könnten wir so anfangen, die Kühltürme dann zu bauen. Das alles dort hinten wird natürlich weggemacht dann später. Und ja, ich würde sagen, ich fange da mal an zu bauen. Die ganzen Monster hier, na gut, das nervt ein bisschen, aber scheiß drauf. Gut, also dann, bis gleich. Don't let me down.
Thank you.
So, das soll es dann erstmal für diese Folge auch gewesen sein. Wir haben jetzt den Kühlturm erstmal angefangen. Ja, ihr habt mitgekriegt, das hat ein bisschen länger gedauert, bis ich so den Dreh raus hatte. Ich möchte ja auch, dass unser Kühlturm hier eine schöne Form hat. Wenn man so seitlich guckt, dann erkennt man das auch. Hier geht es ein bisschen rein und dann geht es hier wieder raus. Ja gut, das sieht jetzt noch nicht nach besonders viel aus, aber es soll halt schon diese Rundung hier mit den Blöcken vorhanden sein. Und das muss ich halt irgendwie modellieren und ja, ich versuche es einfach. Ja, also dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.